So, wir wurden gerade von der Polizei angehalten, weil das Flugfeld ist leider nicht zu besichtigen bzw. zu befahren. Deswegen sind wir jetzt oder drehen wir jetzt gerade um. So, meine Freunde, also wir sind jetzt direkt auf dem ehemaligen Flughafengelände und vor uns sehen wir das große und relativ bekannte Zugangstor zu den Bunkeranlagen, zu den unterirdischen Flugzeugbunkern. Da waren in der Vergangenheit die Kampfjets drin stationiert und ja, wir mussten gerade, ihr seht es vielleicht noch im Hintergrund, zurück. Wir waren eigentlich auf der ehemaligen Landebahn, Lande- und Startbahn. Und da wurden wir dann freundlichst gebeten, einmal umzudrehen. War wirklich sehr freundlich. Die anderen beiden, die hier sind, die wir gerade kennengelernt haben, die wurden nicht ganz so freundlich gebeten, hier von dem Gelände runterzugehen. Und ja, wir gucken uns jetzt hier mal um. Und wir sehen hier direkt auf dem Boden einzelne Elemente. Das hat man gemacht, weil es dadurch natürlich einfacher war, die Landebahn schnellstmöglich auch zu gießen und zu bauen. Ja, sehr gut. So. Wir gucken uns natürlich auch abseits der Wege die Gebäude an. Und das sieht aus wie ein Transformergehäuse. Also eine Maschine, so ein Jet, der braucht dann natürlich auch Strom, um die Turbine zu starten. Und ich gehe davon aus, dass hier so ein Umformer dann stand. Also das Gebäude davon. Der Umformer selbst ist nicht mehr da. So sieht es auch aus. Da Isolatoren. Unten kam der Strom an und wurde umgespannt. So, funktioniert sogar noch. Hauptsicherung, da seht ihr nämlich, da wird dann der Strom getrennt. Genauso wie hier. Papp. Und hier konnte man Volt und Ampere dann ablesen. Boah, das ist alles schon richtig vergammelt. Also in dem Bereich kommen nicht ganz so oft die Leute rein. Alles mittlerweile natürlich, wie ihr seht, entwendet. Alles das, was man irgendwie zu Geld machen kann, ist weg. Auch hier wurden die Kabel entmantelt. Da kamen die Kabel wahrscheinlich her, beziehungsweise rein. So, und ich hoffe mal, dass wir jetzt einen guten Blick auf das Eingangsportal haben. Wir sind zwar mehr oder weniger alleine, aber genau die beiden, die hier sind, die machen gerade Fotos. Da kommen wir her. Und da, Leute, ist das Eingangsportal. Unfassbar. Tarnanstrich ist doch vorhanden. So ein bisschen runtergelaufen auch und das macht die Tarnung noch perfekter. 10 Grad kälter. Ja, durch den Bunker. Hier hat man eben so ein Chassis aufgebaut. Das wäre höchstwahrscheinlich für Druckluft. Die Frage ist nur, warum einer hin und einer zurück. Was das hier soll. Oh, ist das kalt, Leute. So, hier einmal der Blick über das Eingangsportal. Ich stehe jetzt genau davor und das ist doch wohl ein tolles Bild, oder? Und wir gehen natürlich auch rein. Ist das kalt. Oh, Leute, es ist so absolut kalt. So, hier war das Tor.
Ach, guck mal. Da, das Tor war zum Schieben und war in einzelne Sektionen gefasst. Und dann konnte man das. Ach nee, das Tor ist sogar noch da. Die Frage ist aber, ob das das Originaltor ist. Ich würde sagen, nein. Das wurde nachträglich angebracht. Und auch hier werden wir einmal den Blick rauswagen. Auch super, oder? Klasse, wir machen da ja auch natürlich noch ein paar Fotos. Hier haben wir noch mal einen Bereich. Häufig hat man hier diese Unterteilungen, ob man das für die Statik gebaut hat. Das ist eine gute Frage. Hier kommt ein Starkstromkabel an, scheint aber kein Kupfer zu sein, sondern eher Aluminium. Deswegen ist es wahrscheinlich auch noch da. Ich habe gestern schon Ärger bekommen, weil meine Füße gerochen haben, weil meine Schuhe nicht mehr ganz dicht sind. Hier finden wir ein Rohr, höchstwahrscheinlich für die Belüftung. Und Leute, immer auf den Fußboden gucken, wer weiß, ob andere Leute hier was übersehen haben. Guck mal hier, hier waren die Waffen drin. Da ist eine Laufkatze. Damit hat man die Waffen. Oh, Emil, guck mal, die Lampen sind noch da. Der Blick zurück. Also zwei Schienen für die Laufkatzen. Die Laufkatzen selbst sind sogar noch da. Es hat leider hier drin gebrannt. Kleine Nischen. Das Dokument leider abgefackelt. Eventuell eine Munitionskiste, komplett eingebrochen alles. Das wird wahrscheinlich Druckluft gewesen sein. Das ist ein alter Kartentisch vielleicht. Oder aber, um die Bewaffnung wieder aufzufüllen. Und da hinten finden wir noch viel, viel mehr. Ja, das sind hier. Oh, schaut mal. Leute, schaut mal. Eine Waffenkiste, Emily. Mhm. Also wirklich klasse. Also das bestätigt mich in meiner Annahme, dass hier die Munition gelagert wurde und für die Flugzeuge auch aufbereitet und dann rausgeschoben wurde, damit die Flugzeuge schnellstmöglich auch betankt und bewaffnet werden konnten. Musste natürlich schnell gehen. Schon grandios, Leute. Bin begeistert. Auch hier. Viel Zerstörung. Dieser Spot ist natürlich extrem bekannt. Und hier lagen damals die Waffen drauf, damit die nicht wegrollen konnten. Auch hier höchstwahrscheinlich ein Regal für die Waffen. Eine alte Dose. Toll. Wirklich toll. Ich dachte schon, das wäre eine Karte oder so.
Da geht's auch lang. Also es hat richtig gebrannt hier. Leider, leider, leider. Ein Schuh. Ein obligatorischer Schuh. So mit nur einer Hand. Oder mit gar keiner Hand, besser gesagt. Ist das gar nicht mal so einfach hier. Lang zu gehen, ohne hinzufallen. Das war ein Verbindungsweg. Mal schauen, was uns jetzt noch erwartet. Kopf einziehen. Auch hier wieder ein Munitionskoffer. Und leider hat es hier wirklich an jeder Ecke gebrannt. Hier wird irgendein Metall drin gewesen sein. Überdruckventile oder Ventilatoren. Da gucken wir gleich mal. Die Wände. Ah, schaut mal hier. Das ist das Originalblech. Und das ist das Blech von da. Die Frage ist nur, warum gab es hier Blech? Viele von euch werden sich jetzt fragen, warum liegt hier Stroh? So, das ist eine Schublade. Also, da ist noch eine Schublade. Auch wieder eine fette Bunkertür wäre hier drin. So, das müsste der Hangar sein für die Flugzeuge. Seht ihr auch an der Höhe. Und da hinten kamen wir gerade mit dem Auto nicht durch. Ich würde vorschlagen, wir... Alter Schwede, ist das groß. Das ist ja riesig. Hier werden vielleicht Fahrzeuge gestanden haben. Stellt euch mal vor, wir finden hier noch eine Rakete oder so. Ah, wisst ihr, was das ist? So Flugzeuge wurden ja gezogen, die sind ja hier drin nicht selber gefahren. Das ist so eine Stange, die kennt ihr vielleicht auch von den Verkehrsflugzeugen. Die wurden aneinander geschraubt. Kennt ihr vielleicht auch vom Auto. Und dann ließ sich mit dieser Stange das Flugzeug dann bewegen mit einem Ziehfahrzeug. So, hier fällt der Putz von den Wänden. Ich versuche das mal einmal hier voll auszuleuchten, aber selbst die Marauder mit 14.000 Lumen kommt nicht klar. So, deswegen orientiere ich mich mal hier lieber an den Wänden. Da oben steht ein Bett drauf. Das wird ja wohl dahingestellt worden sein, dass da wieder keiner geschlafen haben, oder? So, ein zweiter Ausgang. Aber verschlossen. So, ich werde mir auf jeden Fall eine zweite Marauder kaufen, wenn ich zu Hause bin. Weil die hat nur noch die Hälfte der Leistung. Und gerade in solchen Bauwerken braucht man natürlich maximales Licht für die Videos. Und das ist mit einer Taschenlampe alleine nicht zu bewerkstelligen. Treibstofftank eventuell. Die Frage, was hat hier gebrannt, dass die Wände so verrustet? Beeindruckend? Sehr schön. Oder ein Straßenhund. Beschlagteile. So, hier liegt überall der Ruß auf dem Boden. Vielleicht hat man hier, das ist glaube ich, nee, dachte ich, vielleicht hat man hier die Ummantlungen von den Kabeln angezündet. Und das würde auch dafür sein, dass hier dieser ganze Ruß abgelagert ist. Boah, wie viele Maschinen werden hier wohl drin gestanden haben? Hier wurden die befestigt.
Dann kann man zum Beispiel einen Flugzeugtest durchführen. Das ist die Ummantlung der Kabel. Und hier haben wir noch so ein Dokument. Bevor es ganz kaputt ist, lassen wir das lieber. Ich hatte die Hoffnung, dass wir eine Jahreszahl entdecken können. 71. 1971. So, das ist maximal, das sind jetzt 14.000 Lumen. Man kann schon gut was sehen. Aber wir sparen uns den Akku, weil wir haben kaum noch was davon. Ich muss dazu sagen, die war auch nicht ganz voll. Und sobald ich was Spannendes sehe, mache ich es natürlich wieder hell für euch. Da sind die ganzen Kabeltrassen. Die hat man natürlich abgerissen, weil man die Kabel davon haben wollte. Und die ganzen Befestigungen, die wir gerade da oben gesehen haben, da waren die Kabeltrassen dran. Da seht ihr das. Und da hinten scheint ein Ausgang zu sein. Das ist riesig. Das ist absolut riesig. Der ganze Putz kommt mittlerweile runter. Der liegt hier auf dem Boden. Der erzeugt auch die Geräusche, die wir gerade wahrnehmen. So ganz lange. Müssen wir jetzt nicht warten, bis wir vielleicht was Spannendes entdecken. Hier auf jeden Fall einen Raum, beziehungsweise einen Gang zu einem Raum. Auch hier Kabelschächte, unterirdisch verlegt. Das sieht echt komisch aus. Komisches Kabel. Oh, komplett. Das war die Maschinenhalle. Im Zweifel musste sich so eine Anlage natürlich auch autark mit Strom versorgen. Bedeutet, dass sie von extern keinen Eigenstrom mehr bekommen. Das sparen wir uns jetzt aber. Da werden wir gleich von der anderen Seite noch viel besser dran kommen. Bin ich mir sehr sicher. Und das könnte der Filter von dem Motor, von dem Dieselaggregat gewesen sein. Könnte aber auch Heizung sein. Mal gucken, ob der. Ja, schwierig. Also entweder Heizungsraum, also Lüftungsraum, weil man musste natürlich auch Feuchtigkeit aufpassen. Die Flugzeuge waren zwar meistens aus Aluminium, aber trotzdem ist Feuchtigkeit in so einem riesigen Bauwerk nicht gut. Toiletten. Und da hat man versucht, sich durchzugraben. Oder ist es eingestürzt? Und da oben geht es sogar noch weiter. So, da vorne ist Licht. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Wir glauben, wir haben einen Fallschirm entdeckt. Schaut mal. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass dies ein Fallschirm ist. Also die Überreste davon. Also Relikte ohne Ende. Ui. Oh, was haben wir denn da? Da ist der Motor. Ach, ja. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht hier runtergleite. Ein bisschen heller machen wir es auf jeden Fall. Alleine schon für die Eigensicherung. Ich sehe schon was, aber das zeige ich euch jetzt noch nicht. Erst wenn ich da bin. Oh, das sieht schon spannend aus. So, schaut mal. Hier ist das Dieselaggregat. Da vorne war dann wahrscheinlich tatsächlich nur die Heizung. Ein riesiges Aggregat. In der Regel wurden ja Schiffs- oder U-Boot-Motoren genutzt, weil die ziemlich sparsam waren und eigentlich alles geschluckt haben,
an Treibstoff, was so geht. Und schaut mal, das Riesending an. Schwungrad, hier ist der Elektromotor, funktioniert wie bei einem Dynamo. Und wurde dann angetrieben von diesem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Zylinder. Und hier hat man riesige Brocken verbracht. Das weiß ich leider nicht, was das ist. Und hier, dieser riesige Doppel-T-Träger war mal hier oben dran. Und ja, wahrscheinlich für die Reparatur, dass man den Deckel oben abnehmen konnte. Hat man aber dann abgeschweißt und das ist dann runtergekommen. Hier kamen die ganzen Anschlüsse raus. Ist da noch was? Oh, was ist das denn? Das könnte ein Tank sein, ja, absolut. Und auch hier, da sind die Pleuel und die Lagerstangen. Und die Zylinder und so weiter. Hier konnte man, könnten das Filter gewesen sein für den Treibstoff? Auf jeden Fall richtig runtergekommen. Also hier hat man maximale Zerstörung walten lassen. Die Kondensatoren für die Pufferung und für die Glättung des Stroms, damit keine Spannungsspitzen etc. stattfinden, gab es dann halt hier diese verschiedenen Kondensatoren. Solche Flugzeugteile sind natürlich extrem sensibel und deswegen waren Schwankungen in der Stromstärke nicht förderlich für die Elektroteile innerhalb des Flugzeugs. Deswegen hat man die geglättet. So, also hier scheint es auch gebrannt. Also hier ist ja auch alles Ruß überschwärzt und ihr seht, da haben massige Kräfte drauf gewirkt. Man riecht es auch noch. Es ist wirklich komplett zerstört. Der ganze Kupfer ist mitgenommen worden. Ende? Als ob sie es gesprengt haben, oder? Ganz schwierig, ne? Mhm. Sieht alles sehr einfach aus. Ja. Es scheint wirklich gesprengt worden zu sein. Und man hat sich ja hier dann die Mühe gemacht, die einzelnen Betonbrocken dann auch dahin zu legen. Hier, guck mal, auch das scheint ja gesprengt worden zu sein. Ne, da ist ja richtig Energie drauf. Da sind die ehemaligen Tore drin gewesen. Oh, ich dachte schon, ich falle da gleich rein. Boah. Unvorstellbar, welche Kräfte hier gewaltet haben. Also vielleicht hat man da hinten irgendeine Sprengung durchgeführt und die Druckwelle hat dazu geführt, dass die Tore rausgebrochen sind. Unvorstellbar. Da sieht man mal, wie die Tore damals ausgesehen hätten. Die Tore sind heute nicht mehr zu sehen. Vielleicht sehen wir die gleich noch. Oder aber, es war nicht direkt nur Stahl, sondern es waren natürlich Stahlbetontüren. Und die ganzen Bruchstücke, die wir hier sehen, das könnte damals die Tür gewesen sein. Ja. So. Mach mal ein schönes Foto von mir. Müsste doch geil sein, oder? So, weiter. Also hier seht ihr mal die Armierung. Also wenn wir uns die Armierung in Deutschland anschauen oder von den deutschen Bauwerken, die rostet nicht. Ich gehe also davon aus, dass der Stahl hier nicht so hochwertig ist, wie die Deutschen ihn damals zum Beispiel im Westwall bei den Drachenzähnen eingesetzt haben. Das weiß ich noch genau, also ziemlich gut, weil ich das Video vor kurzem erst gemacht habe. Und auch hier muss eine richtig große Explosion stattgefunden haben. Schaut euch das an. Und das rostet alle vor sich hin. Wie gesagt, die
Bunker am Westwall. Da kann man nur ein bisschen Flugrost erahnen. Und da vorne kommt Licht. Und Emily, wenn die so steht, dann hat das meistens eine Bewandtnis. Das ist der andere Eingang, oder? Oder sind wir noch weiter? Nee, sieht so aus, als wenn das der ist. Ja, ne? Den gucken wir uns natürlich auch an. Auch hier Betonteile. Und hier ist es schon, das könnte Moos sein, könnte aber auch grüne Farbe sein. Immer ganz schwierig zu sagen, weil es natürlich auch Aufklärung gab. Und man hat natürlich alles dafür getan, dass solche Bauwerke nicht aufgeklärt werden konnten. Die unterstanden der absoluten Geheimhaltung. Oh. Ja, es ist warm, ne? So, und hier haben wir höchstwahrscheinlich Teile von dem Tor. Unvorstellbar. Schaut euch das mal an, wie das hier gebumst hat. Episch. Welch ein epischer Ort. Und da ist die Landebahn bzw. Startbahn und unser Auto. Leute, da kommen wir jetzt her. Und hier hat es noch mehr gebrannt. Also es wird richtig schwierig mit dem Licht. Und hier scheint komplett verbucht zu sein. Das ist auch nicht ganz ungefährlich. Kommt aber, glaube ich, nicht nach oben. Ich schau mal für uns beide. Ne, hier ist Ende. Ich guck mal eben, ja? Ja. Also auch hier völlige Zerstörung, völlige Verwüstung. Fliesen. Da hinten geht es noch mal weiter, aber da ist der Ausgang. Lohnt sich also nicht weiterzugehen. Das können wir von der anderen Seite einfacher und wir müssen uns nicht trennen. Aber das ist schon beeindruckend, oder? Also man hat versucht, das Bauwerk zu sprengen, so wie es aussieht. Lohnt sich nicht, ne? Nee, lohnt sich nicht. Komplett vermüllt. Boah. So, und das haben wir gerade gar nicht gesehen, weil es so dunkel ist. Vorsichtig. Jorgo el Jorgo, sagen meine Freunde immer zu mir. Jorgo el Jorgo. So, auch wieder hier Motoren oder Heizung, irgendwie so etwas. Auf jeden Fall irgendwas mit Maschinen. Auch hier, genau, sieht nach Strom aus. Und da vorne ist noch ein Raum, den gucken wir uns noch an. Oh, auch alles voller Müll, Dokumente, oder? Nee, nur irgendwelche Tafeln, hier sind Dokumente. Irgendwelche Satrezeige. 27.01.58. 27.01.58. Irgendwelche Stücklisten könnten das gewesen sein. Und hier ist einfach nur Schund. Hier habe ich ein Datum gefunden. Da, da ist ein Datum, 58. Falls du es sehen möchtest. Möchte sie aber nicht. Also hier kann ich schon fast nichts mehr sehen, weil der Nebel so stark ist. Da seht ihr sogar besser. Ich gucke jetzt einfach mal durch die GoPro, damit ich sehe, wo ich hingehe. Boah, ist das dunkel. Ihr seht das, ne? Man kann quasi gar nichts mehr sehen. Ein Tor. Und wie gesagt, Leute, ich habe es immer gesagt, schaut auf den Boden. Treibstofftanks. Zerborsten. Also hier scheint
vielleicht sogar der Ursprung der Explosion gewesen zu sein. Also einer davon, es sind bestimmt mehrere. Man hat das vielleicht nach dem Krieg erobert und unbrauchbar machen wollen. Oder es wurde erobert und wurde dann unbrauchbar gemacht. Beides ist möglich. Kriegen wir bestimmt noch raus. Aber hier ist leider nur Müll. Okay. Also, da kommen wir her. Da ist das Bett auch. Und hier, diese Aussparungen sind für die Flugzeugflügel, damit die nicht an den Kanten abbrechen. Man hatte hier dann noch mal eine kleine Komfortzone. Auch hier wieder Dokumente. Und so wie das aussieht, ist der Bereich von uns noch nicht begangen worden. Soll ich mal schauen? So, das sieht schon geil aus, oder? Wir haben auf jeden Fall noch nicht die obere Etage gefunden. Oh, schaut euch mal da diesen Gang an. Also es gibt hier noch einiges zu sehen, auch ganz viele Munitionskisten. Die meisten sind allerdings schon stark verkommen. Oh, hier wieder die ganzen Traversen für die Kabel. Da hing ich mal dran, alle runtergerissen. Oh, hier geht's noch mal richtig groß rein. Da wären wir gerade rausgekommen, deswegen habe ich mir das gespart. Da seht ihr den Raum. Es lohnt sich also manchmal nicht jeden Weg zu gehen. Ich glaube, da vorne geht es noch weiter. Das könnte auch wieder so ein Maschinenraum gewesen sein. Aber komplett zerstört. Da sparen wir uns Kabel. Ich glaube, da vorne, nee, das war nur eine Reflexion. Ich dachte, da wäre noch mal Licht. Riesengroß, Leute. Ich mache nochmal. Okay, die Marauder ist so langsam an ihrem Limit. Der hat noch 3 Punkte. Ich kann sie also nicht mehr voll auf 14.000 Lumen ausrichten. Das ist eine Schutzfunktion, damit man noch länger Licht hat. Also ich werde mir auf jeden Fall eine zweite holen für solche Bauwerke. So, bis gleich. Nee, das ist nur eine Verteilung, ne? Von der. Emily dachte, das wäre was vom Flugzeug, das ist aber hier, genau, von der Belüftung. Ja. Das ist nur was von der Belüftung. Alte Zeitung auf dem Boden. Also Leute, da vorne geht's noch mal lang, da kommen wir her. Und hier ist hoffentlich gleich mal Ende. Groß. Zur Orientierung, da kommen wir gerade her. Und schaut euch das mal an. Schaut euch das bitte mal an. Das ist ein riesiger Treibstofftank. Also die Reste davon. Alter Schwede. Und hier gibt es noch einen. Und noch einen. Man kann hier richtig durchgehen. Das ist surreal. Das ist definitiv surreal. Vielleicht sind das die Gründe, warum es hier gebrannt hat. Die sind ja aufgeborsten. Und wahrscheinlich wurden die hier angezündet, sind explodiert und haben dazu geführt, dass das gesamte Bauwerk zerstört wurde. Und jetzt ist auch alles voller Ruß. Es ist alles verbogen. Ja, das ist wahrscheinlich. Wobei das hier weggeschweißt ist.
krieg's gar nicht drauf. Man kriegt das gar nicht drauf. Das muss ich auf jeden Fall noch der Emily zeigen. Das ist brutal. Voila. Das ist wirklich brutal. Da kommt sie schon. Geh mal durch. Ja, klar. Aber du wirst gleich noch begeisterter sein. Okay, aber das ist schon... Das ist krass, oder? Ich denke, das ist der Grund, warum es hier gebrannt hat. Die haben das damals in die Luft gesprengt. Danke. So, dann machen wir ein paar Fotos. Lüftungsanlage. Riesentrümmer. Musste natürlich groß sein. Sauerstoff musste natürlich hier eingebracht werden. Auch hier hat es gebrannt. Da sind die Luftlamellen. Und so groß, dass es begehbar ist. Schaut euch das mal an. Es ist einfach von den Abmessungen absolut krass. Ja, und hier hat eine Filmrolle gefunden. Mal gucken, ob wir was dadurch sehen können. Boah, wie zäh. Einmal ganz runterdrehen. Aber wenn, dann ist sie nicht bespielt. So, hier liegt wieder ein riesiges... Ja, das ist so eine Tür. Da war sie eingehangen. Und das war wahrscheinlich für die Spur hier. Damit sie auch in ihrer Führung geblieben ist. Und so, wie ich euch gesagt habe, es war Stahlbeton. Ich versuche mal, hier drauf zu gehen. Und da seht ihr das. Man hat hier Armierungsstahl eingebracht, sehr stark verwoben, extrem stark verwoben. Und dann hat man das mit Beton zugegossen. Und als hier gesprengt wurde, ist diese Tür, dieses Tor, muss man ja sagen, ist keine Tür, hier einmal rausgebrochen. Oh, krass. Also hier hat es auf jeden Fall richtig gebumst. Hier sehen wir die Sprengauswirkungen. Da wurde das Tor reingeschoben. Auch riesengroß. Und da ist die Mechanik da. Das waren gar keine Führungen, das waren Stoßdämpfer wahrscheinlich. Ja, es sind Stoßdämpfer. Weil das Tor wurde ja geschoben und dann ist die Führung starr geblieben. Aber das Tor hat die Stoßdämpfer nach oben gedrückt, damit es hermetisch dicht war. Genau. So erklärt sich das. Mr. Guja. Es geht einfach noch weiter. Der Ausgang. Ja, ist ein Ausgang. Ja. Schön. Den zeige ich euch noch. Und hier sehen wir übrigens noch die Spuren für die Flugzeuge auf dem Boden. Also schaut mal, hier liegt auch noch ein Teil von dem Tor. Und das Tor liegt da hinten, das sind bestimmt 30, 40 Meter. Die Kraft, die hier aufgewendet wurde durch die Explosion, unglaublich. Und hier finden wir einen weiteren Ausgang. Das bedeutet, es gibt mindestens drei, ne? Drei gibt es, glaube ich, oder vier. Vier. Vier gibt es. So, gehen wir zurück zum Auto. Also es gibt auf jeden Fall noch einen oberen Bereich, den haben wir leider nicht gefunden. Vielleicht haben wir auf dem Rückweg noch Glück. Ansonsten melde ich mich bei einer spannenden Stelle oder von draußen. Bis gleich. So, meine Freunde, wir sind jetzt da, wo wir mit dem Auto nicht weitergekommen sind, weil hier ein Armierungseisen runterhängt. Also man hätte sicherlich hier oder da durchfahren können, aber das ist uns zu gefährlich. Wir zeigen euch hier mal die Auswirkungen der Explosion. Und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht irgendwo die Birne stoße. Oh, und natürlich auch, dass ich nirgendwo reinfall. Da ist der Ausgang. Das Einzige, was wir noch nicht gefunden haben, ist der obere Bereich. Also es gibt auf jeden Fall noch einen oberen Bereich. Schaut euch das mal an. Das ist einfach... Das Tor
ist noch hier drin. Das hier ist das Tor. Hier, seht ihr das? Das ist die Stärke, die Dicke des Tores. Hier war das drin. Natürlich der Flugzeugform nachempfunden. Da wurde das Tor reingeschoben. Aber grundsätzlich ist davon nicht mehr viel über. Oh, da wird gerade Foto gemacht. So, meine Freunde, also wir gehen jetzt da raus. Und dann werden wir uns draußen noch mal die Bereiche anschauen. Also bis gleich. So, meine Freunde, also hier noch mal der Blick, der finale Blick auf das Bauwerk. Also ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und uns auf jeden Fall. Wir versuchen jetzt noch mal irgendwie herauszufinden, ob man auch in die oberen Bereiche reinkommt. Dann wird das hier an dieser Stelle, dann würde das Video an dieser Stelle dann weitergehen. Ansonsten werden wir jetzt zum nächsten Spot fahren. Hier gibt es nämlich noch ein paar Flugzeuge und die werden wir uns jetzt anschauen. Aber vorher zeige ich euch noch mal das Flugfeld, die Rollbahn, da, wo wir gerade nicht drüber fahren dürften. Also bis gleich.